Es ist Juni, die Sonne scheint und das Gras ist in den letzten Wochen ordentlich gewachsen. Zeit für die Grünfutterernte im Butjadinger Land. Wir haben die Mitarbeiter des Lohnunternehmens Herdenstümer aus Augustroden beim zweiten Schnitt begleitet. Erste Disziplin des Kunstkampfes in Grünland, Nähen. Ja, mein Name ist Tammo Leiner. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei der Firma Herdenstümer in Augustroden, bin 39 Jahre alt, bin gelernter Landmaschinenmechanikermeister und wie gesagt. Worauf kommt es beim zweiten Schnitt an? Dass das Gras nicht zu sehr in die Erde geschossen ist und nicht zu alt wird, nicht zu strohig. Wir mähen jetzt hier schon in Spat, wie man sieht. Wir haben den ersten Teil, also wir mähen hier bei dem Betrieb gute 70 Hektar beim zweiten Schnitt jetzt gerade hier. Wir haben die ersten 30 Hektar breit abgelegt, das wird jetzt gerade schon zusammengeschwadet. Wir werden jetzt aber schon die restlichen 30, werde ich dann jetzt hier schon in Spat ablegen, weil es sonst einfach durch die Sonne zu stark abtrocknet. Ja. Und daher, wie gesagt, wir nachher mit der Erntekette nicht hinterherkommen. Der Schwader ist mit seinen 4 Kreiseln und einer Arbeitsbreite von 12,70 Meter ausgesprochen effizient. Klaus Wiggermann hat die Flächen schnell für die Futterbergung vorbereitet. Für die Futterbergung bevorzugen in der Grünlandregion die meisten Kunden den Feldhäcksler. Mit einem der LU Stümer Feldhäcksler ist an diesem Tag Marc Suren unterwegs. Je nach Entfernung zum Fahrsilo sorgen 2 bis 3 Ladewagengespanne für einen reibungslosen Transport des Grünfutters. Bei der Futterbergung ist Teamwork gefragt. Das LU Stümer Team beherrscht auch diese Disziplin. Die Kommunikation erfolgt per Handzeichen oder auch mal per Funk. Meist aber verstehen sich die Jungs blind. Alle sind konzentriert dabei. Sie haben Erfahrung, wissen, worauf es ankommt. Erstmal, dass das ja immer ein gleichmäßiger Rundlauf ist. Ja. Also, dass wir natürlich nicht rumbummeln oder so. Und was auch wichtig ist, dass du auch beim Laden, dass es dann einigermaßen flott von der Bühne geht und dass auch nicht so viel daneben fällt. Ja. Das ist eigentlich immer recht relativ wichtig. Ist so meine Meinung. Das ist alles Gefühlssache, klar. Das hast du nachher auch drauf. Ne? Das ist, muss das so ein bisschen abschätzen. Der muss ja nachher, am Ende muss es dann ja schick aussehen. Das ist mal ganz wichtig. Damit es schick aussieht, wird das Grünfutter nach dem Entladen noch einmal mit dem Walzschlepper gleichmäßig und bis in die Kanten hinein verteilt. Um die Verdichtung zu optimieren, wird dabei mit einer Silowalze gearbeitet. Beim Walzen ist Erfahrung und Genauigkeit gefragt. Gerade in den Randbereichen kann es sonst zu Lufteinschlüssen kommen, die in diesem Bereich die Siloqualität negativ beeinflussen können. Die Arbeitstage in der Grünfutterernte sind lang, regelmäßige Pausen notwendig. Gefrühstückt wird gemeinsam. Dabei werden auch die Besonderheiten der bevorstehenden Flächen besprochen. Nicht jeder Kunde will sein Grünfutter silieren. Auch Heu ist weiterhin ein gefragtes Grundfutter, vor allem für Pferdehalter. Und auch das wird hier oben an der Nordseeküste produziert. Zum Maschinenpark von LU Stümer gehören daher auch mehrere Pressen, die diese Großpackenpresse mit der Klaus Ostendorf Heuballen presst.